The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Wiederkunft Christi. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her, und um ihn her ein mächtiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Schon bald wird unser Blick nach Osten gelenkt, denn eine kleine schwarze Wolke war erschienen, vielleicht halb so groß wie eines Menschen Hand, von der wir alle wussten, sie ist das Zeichen des Menschensohnes. Uns war feierlich zumute, als wir auf die Wolke blickten, die immer näher kam und dabei heller, herrlicher und immer herrlicher wurde, bis es eine große weiße Wolke war. Der untere Teil sah aus wie Feuer. Ein Regenbogen überspannte die Wolke, und rundherum waren 10.000 Engel, die ein wunderschönes Lied sangen, und auf der Wolke saß der Menschensohn. Als die Wolke in der Ferne auftauchte, sah sie zuerst sehr klein aus. Der Engel sagte, das sei das Zeichen des Menschensohnes. Als sie der Erde immer näher kam, konnten wir die alles übertreffende Herrlichkeit und Majestät Jesu sehen, der als Sieger hinaustritt. Sein Haar war weiß und lag lockig auf seinen Schultern. Aus seinem Haupt waren viele Kronen. Seine Füße sahen wie Feuer aus. In seiner Rechten hielt er eine scharfe Sichel und in der Linken eine silberne Posaune. Seine Augen glichen Feuerflammen, die seine Kinder durchdringend prüften. Da wurden alle blass. Und die Menschen, die Gott abgewiesen haben, zog sich die Dunkelheit zusammen. Wir schrien auf. Wer kann bestehen? Ist mein Kleid fleckenlos? Da hörten die Engel zu singen auf. Und es war einige Zeit furchtbar still. Aber dann sagte Jesus, alle, die reine Hände und reine Herzen haben, werden bestehen können. Meine Gnade genügt für euch. Bei diesen Worten hellten sich unsere Gesichter auf. Jedes Herz wurde mit Freude erfüllt. Die Engel stimmten ihr Lied einen Ton höher an, als sie weitersangen, während die Wolke der Erde immer näher kam. Die Erde zitterte vor ihnen. Der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge. The Lord is coming. Are you ready?